Das Coronavirus hält die Welt in Atem und seit kurzem auch Österreich. Die Medien sind voll davon und viele Menschen sind verunsichert. Wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun? Und was ist das Coronavirus eigentlich genau? Diese Fragen werden wir heute hier im SN-Studio beantworten. Ich darf an meiner Seite Frau Petra Juhas begrüßen, die Landessanitätsdirektorin von Salzburg. Herzlich willkommen. Herzlich. Grüß Gott. Ja, wir werden heute ein paar Eckdaten, ein paar wichtige Fragen zum Coronavirus klären. Wir haben dazu schon online aufgerufen. Die Leserinnen und Leser der SN haben ihre Fragen geschickt und wir werden jetzt versuchen, möglichst viele davon zu beantworten. Fangen wir vielleicht mal so an, ganz grundlegend. Woher stammt denn das Coronavirus überhaupt? Man muss sagen, die Coronaviren, das ist eine ganz große Gruppe und die sind auch schon sehr lange bekannt. Also die reichen von Erregern von banalen Erkältungskrankheiten bis auch zu schwerwiegenden, also zum Beispiel SARS damals war auch ein Coronavirus. Und jetzt ist es halt passiert, dass sozusagen der Übersprung eines Coronavirus, das bei Tieren zirkuliert ist, auf den Menschen passiert ist in China und das war der Ausgang dieser jetzigen Situation. Die Maßnahmen sind ja in Österreich auch sehr drastisch. Jetzt haben wir gerade vorhin reinbekommen, in der Schweiz werden jetzt auch Großveranstaltungen verboten, ist jetzt gerade beschlossen worden von der Politik. Wenn man sich zurückerinnert an die Schweinegrippe oder an die Vogelgrippe, dann hat man das eigentlich nicht mehr so drastisch in Erinnerung. Warum sind denn jetzt die Behörden so streng, beziehungsweise auch sowas mit Quarantäne und so weiter, hat man nicht so wirklich mitbekommen bei der Schweinegrippe oder gab es das auch schon damals? Naja, es ist einfach so, dadurch, dass das Virus jetzt neu beim Menschen aufgetreten ist und wir natürlich noch nicht wirklich alles darüber wissen, muss man besonders sorgsam sein. Und darum war ein erster, aus meiner Sicht sehr wichtiger Schritt, dass vom Ministerium die Meldepflicht erlassen wurde, weil erst damit haben wir die Handhabe, dass wir auch reagieren können. Wichtig ist, dass bei dieser Erkrankung schon der Verdacht meldepflichtig ist, weil dann kann man wirklich frühzeitig auch beginnen, Maßnahmen zu setzen von Seiten der Behörde. Und wir setzen halt eher auf das Thema, dass wir sagen, es ist besser, Verdachtsfälle oder Erkrankungsfälle zu isolieren, macht aus unserer Sicht mehr Sinn, als jetzt wirklich ganze Städte abzuriegeln oder Großveranstaltungen abzusagen. Also wichtiger ist, dass man sich fokussiert auf die Personen, von denen eventuell eine Gefährdung anderer ausgeht. Und wenn man die isolieren kann, lange genug, damit keine Ansteckung weitergeht, dann ist es aus unserer Sicht zielführender. Und darum verfolgt Österreich auch diese Schiene sozusagen. In Wien gab es jetzt den Fall, dass ein Mann schon mehrere Tage im Krankenhaus lag und erst dann diagnostiziert wurde mit dem Coronavirus. Mhm. Ist das für Salzburg auch denkbar, so etwas? Grundsätzlich kann man es natürlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Aber das ist auch der Grund, warum auch in den Salzburger Landeskliniken nicht nur offensichtliche Verdachtsfälle auf Corona getestet werden, sondern eben auch Personen, die einfach mit unklaren, fieberhaften Infekten im Krankenhaus sind, die vielleicht auch Vorerkrankungen haben, die doch Anlass geben, dass da ein schwerwiegenderer Verlauf sein könnte, die werden jetzt parallel bei uns schon getestet, um eben sowas zu verhindern, wie es in Wien passiert ist. Den ersten Schritt sozusagen soll aber auch der mögliche Patient selbst machen. Da kommt jetzt auch die Frage von der Frau Holzknecht über unser Forum, wie sich denn die Krankheit bemerkbar macht. Man hat schon viel gehört, aber man kann es vielleicht nicht oft genug sagen. Ja, genau. Also am Anfang in China hat es so ausgesehen, als ob das wirklich bei allen sehr schwerwiegende Atemwegserkrankungen sind. Tiefe Lungenentzündungen, tiefe Atemwegsinfekte, schwere Lungenentzündungen. Das haben wir jetzt schon gelernt aus der Zusammenschau der vielen Fälle, die es jetzt schon gibt, dass sogar überwiegend die Erkrankung wesentlich milder verläuft, also mit Erkältungssymptomen, Halsschmerzen, Husten, Fieber, aber natürlich auch Fälle von schwerer Lungenentzündung. Rein von den Symptomen kann man es nicht unterscheiden, ob man einen grippalen Infekt hat oder eine Grippe oder eventuell doch eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vorliegt. Das heißt, letzte Sicherheit gibt dann nur der Test. Also es sind einfach Erkältungssymptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Also nicht leicht festzustellen. Das passt zu einer Frage, die bei uns im Forum eingelangt ist. Eine Dame hat uns geschrieben, sie war bis Dienstag für ein verlängertes Wochenende in einem kleinen Ort in Südtirol auf Kurzurlaub.
dieser Ort ist jetzt nicht unbedingt Corona-verdächtig bis jetzt. Und sie hat geschrieben, ich zitiere sie jetzt einfach, da ich keine der kolportierten Symptome aufweise, halte ich es bisher nicht für angebracht, mich auf das Virus testen zu lassen. Ist das okay? Ich messe täglich meine Temperatur und begebe mich vorerst sehr wenig unter Menschen und achte auf meine Befindlichkeit. Ich bin 66 Jahre alt und Pensionistin. Das ist eigentlich die perfekte Vorgehensweise, die da geschildert ist. Okay. Das heißt, Personen, die aus einem Risikogebiet, jetzt ganz egal, ob es schon offiziell benannt ist oder dass man sagt, ja, das ist eine angrenzende Region in Italien, alle diese Personen, die zurückkommen und innerhalb der letzten 14 Tage noch dort waren und aber gesund sind, das heißt überhaupt keine Symptome haben, da ist genau diese Vorgehensweise richtig. Ich brauche mich nicht testen lassen, aber ich sollte freiwillig darauf verzichten, dass ich jetzt Großveranstaltungen besuche oder jetzt im überfüllten Bus fahre. Das wäre natürlich günstig für den Fall, dass man sich angesteckt haben könnte und dass man einfach seinen Gesundheitszustand gut beobachtet, so wie die Dame das auch geschrieben hat, dass man einfach die Temperatur kontrolliert und einfach auf allgemeine Symptome achtet. Und ganz wichtig ist es, wenn Symptome auftreten sollten, dann ist es wichtig, dass man telefonisch ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt bzw. das Gesundheitssystem kontaktiert, weil wir wollen natürlich unter allen Umständen verhindern, dass jemand dann in eine Ordination geht mit seinen Symptomen oder mit dem Bus ins Krankenhaus fährt, weil sollte sich herausstellen, dass dieser Fall ein Erkrankungsfall ist, dann hätten wir natürlich enorm viele Kontaktpersonen damit gefährdet. Das heißt, unser wirklicher Appell ist, jetzt in diesen Zeiten, wo das Coronavirus uns beschäftigt, bei Beschwerden und der entsprechenden Reiseanamnese einfach wirklich mit dem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen, ihm auch das gleich sagen, dass man aus China, aus Italien oder wo auch immer zurückgekehrt ist, oder eben die 1450 das Gesundheitstelefon zu kontaktieren. Und die wissen dann sozusagen, wie sie damit umgehen müssen. Im Zweifelsfall lieber einmal zu viel anrufen, genau, als einmal zu wenig, oder? Es sind natürlich jetzt wahnsinnig viele Anrufe, also auch bei den Gesundheitsämtern und auch bei uns in der Landessanitätsdirektion, also auch von besorgten Personen aus der Bevölkerung. Und es hat sicher jeder enormen Stress, auch die niedergelassenen Ärzte, auch beim Gesundheitstelefon gibt es natürlich sehr viele Anrufe. Aber ich denke auch, es ist natürlich besser, einmal zu viel anzurufen, als etwas zu übersehen. Viele Leute haben jetzt ganz einfach auch Angst. Ich meine, es wird viel berichtet, es wird viel darüber gesprochen. Das ist in unserer aller Munde und in unserem Kopf jeden Tag. Aber weiß man denn jetzt schon mehr, wie gefährlich das Coronavirus tatsächlich ist? Da scheint die Medizin doch nicht ganz endgültig fertig zu sein mit dem Forschen, oder? Wir müssen uns natürlich darauf verlassen, was wir da von den chinesischen Fällen mitbekommen haben. Da gibt es jetzt auch schon erste Auswertungen. Also man sieht, dass wirklich in über 80% der Fälle die Erkrankung eigentlich relativ harmlos verläuft. Also analog eines grippalen Infekts so in etwa. Und dass nur bei einem geringen Prozentsatz wirklich schwerwiegende Komplikationen auftreten. Das heißt, es gibt natürlich Personen, die gefährdeter sind. Das hängt mit dem Alter, mit dem Immunsystem zusammen oder wenn man unter chronischen Erkrankungen leidet, dann ist natürlich wie bei jeder anderen viralen Erkrankung, wie bei jeder anderen Infektionskrankheit die Gefährdung etwas größer. Einfach dafür, dass man einen schwereren Verlauf hat oder eben Komplikationen erleidet. Und das hat sich auch bei den chinesischen Fällen gezeigt und auch, soweit man das überblickt, kann bei den europäischen Fällen. Überwiegend sind die Fälle gerade bei jungen Patienten eigentlich sehr mild abgelaufen. Was immer auch jetzt im Gespräch ist, sind Schutzmasken. Dazu gibt es eine Frage aus unserem Forum von der Frau Katzer Knappstein. Sie hat geschrieben, eine Mundschutzmaske kann man doch eigentlich nur einmal verwenden oder kann man sie mehrmals verwenden und wo entsorgt man sie? Kann man die im Ofen verbrennen oder soll man die im Ofen verbrennen? Also im Moment ist ganz klar die fachliche Aussage, weil wir diskutieren das sehr oft auf Bundesebene und unter den Ländern, es gibt im Moment jetzt für die Normalbevölkerung überhaupt keinen Grund, sich mit Masken zu bewaffnen sozusagen oder eine Maske aufzusetzen, wenn man auf die Straße geht.
natürlich, so ein normaler Mund-Nasen-Schutz hält natürlich gewisse Tröpfchen ab, ist aber nicht hundertprozentig verlässlich. Wichtig ist einfach, dass die Gesundheitsberufe, also jemand, Krankenhauspersonal oder Ärzte, Pfleger, die mit Verdachtsfällen oder Erkrankungsfällen zu tun haben, dass die einfach ordentlich geschützt sind, damit von ihnen keine Weiterverbreitung ausgeht. Aber für die Normalbevölkerung gibt es derzeit überhaupt keinen Grund, sich mit Masken versorgen zu müssen. Ich nehme gleich noch eine Frage aus dem Forum mit. Die Frau Althaus fragt, ist man denn immun, wenn man einmal die Erkrankung mit dem Coronavirus durchgemacht hat? Das ist noch nicht ganz klar gesichert. Man geht aber zumindest davon aus, dass eine Zeit lang auf alle Fälle eine Immunität besteht. Aber ob die jetzt wirklich lebenslang ist, das kann man derzeit noch nicht sagen. Was auch eine Frage ist, die immer wieder öfter vorkommt, Risikogruppen, wer zählt dazu? Beziehungsweise eine Dame hat auch gefragt, sie ist Asthmatikerin, ist sie deshalb stärker gefährdet? Also grundsätzlich, wenn man natürlich eine Vorerkrankung im Lungenbereich hat, in den Atemwegen, hat man halt ein höheres Risiko, dass die Erkrankung vielleicht nicht so mild verläuft. Da sollte man halt umso mehr auf die normalen Hygienerichtlinien achten und vielleicht auch ein bisschen bewusster jetzt Menschenansammlungen zu meiden. Das würde ich empfehlen. Menschenansammlungen meiden. Es gibt jetzt viele, die auch bei uns im Forum, ich kann sie gar nicht alle dran nehmen sozusagen, aber sehr viele schreiben, ich reise übermorgen nach Rom, ich reise dorthin, ich reise dahin. Die schreiben jetzt, wir sind nicht sicher, sollen wir das stornieren oder nicht? Was raten Sie denen? Also prinzipiell muss man sich natürlich immer an die Reisewarnungen halten, die das Außenministerium offiziell hinausgibt. Das hat ja auch oft rechtliche Konsequenzen, gerade für Stornogebühren und dergleichen. Wir empfehlen aus fachlicher Sicht natürlich jetzt nicht, dass man in ein Risikogebiet reist, wobei es kann sich natürlich an den Risikogebieten auch was ändern, das kann noch ausgeweitet werden, also wir müssen uns halt an den aktuellen Stand halten, aber an sich empfehlen wir, dass man von Reisen in Risikogebiete Abstand nimmt, wenn das irgendwie möglich ist. Also jetzt nur eine Urlaubsreise zum Vergnügen in ein Risikogebiet zu machen, ist sicher nicht anzuraten. Kann man denn absehen, dass sich die Lage verbessert, wenn es jetzt ganz salopp gesagt wärmer wird? Also kann man sagen, im Sommer ist der Coronavirus nicht mehr so stark oder ist das ein Irrglaube? Das wissen wir noch nicht, ob so wie bei der Influenza ablaufen wird, dass es einfach eine Grippewelle gibt. Das wissen wir, das ist jedes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit. Das kann man aus heutiger Sicht leider noch nicht sagen. Also ich denke, es werden sicher in Österreich noch Erkrankungsfälle auftreten und wir werden einfach alles Mögliche tun von Seiten der Behörden, dass wir die Ansteckung, die Weiterverbreitung dieser Krankheit möglichst eindämmen. Wir haben auch schon heute einen großen Artikel in der Zeitung gehabt. Es wird derzeit sehr intensiv an Medikamenten geforscht. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Können Sie da uns einen Einblick geben? Im Prinzip, das kriegen wir natürlich mit, dass geforscht wird. Aber wie realistisch das jetzt wirklich ist oder eine Zeitperspektive abzugeben, ist im Moment zumindest aus meiner Sicht nicht möglich. Nicht seriös auch wahrscheinlich, ja. Ich schaue jetzt kurz noch einen Blick ins Forum, ob wir hier noch... Natürlich ist immer dann, das ist jetzt eine Hätte-Ware-Frage, hätte die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt oder verhindert werden können, wenn man generell Grenzkontrollen zum Beispiel eingeführt hätte oder die Grenzen oder das Reisen generell irgendwie untersagt hätte, schreibt zum Beispiel eine. Das sind auch wieder politische Forderungen. Ist das aus medizinischer Sicht logisch oder eher hätte sich das nichts gebracht? Also gerade Italien war ja ein Land, das relativ rasch reagiert hat und zum Beispiel die Flüge aus China eingestellt hat. Und gerade Italien hat jetzt sehr viele Fälle. Also bei uns ist eher die Meinung, dass diese Maßnahmen nicht so sinnvoll sind. Also so Bilder, wie man es aus China kennt oder eben aus Italien, wo ganze Ortschaften oder Städte abgeriegelt werden, ist aus unserer Sicht nicht so sinnvoll. Wichtiger ist wirklich, dass man die einzelnen Personen, die Verdachts- oder Erkrankungsfälle sind, dass man die lang genug isoliert, dass sie niemanden weiteren anstecken. Das ist aus unserer Sicht die bessere Möglichkeit.
ein potenzieller Ort der Ansteckung ist natürlich der Arbeitsplatz. Mhm. Gerade große Firmen machen sich jetzt Sorgen. Mhm. Es werden schon Vorkehrungen getroffen bei manchen. Da wird jetzt die Policy ausgeschickt, sie sollen nicht Hände schütteln mit den Kunden oder bei Gesprächen. Aber es gibt auch viele Firmen, wo Menschen aus dem Ausland kommen. Können sich diese Unternehmen irgendwo informieren? Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, auch sich beraten zu lassen, wie sie vorgehen sollen? Also ich denke, da gibt es für die Unternehmer gibt es einerseits sicher Unterstützung durch die Wirtschaftskammer. Wir haben so aus medizinischer Sicht zum Beispiel auf unserer Homepage so allgemeine Verhaltensmaßregeln, wobei es so ist, dass auch, wie den Medien zu entnehmen war, auch der Bund jetzt schauen wird, dass er gerade solche Fragestellungen wirklich so beantwortet, dass es für ganz Österreich dann auch gleich abläuft, weil im Prinzip haben alle Bundesländer jetzt dasselbe Problem und die Fragen sind natürlich berechtigt von Seiten der Firmen, der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer und das ist sicher gut, wenn man da eine einheitliche Vorgehensweise festlegt. Jetzt schauen wir noch einmal einen Blick ins Forum. Ich entschuldige mich gleich bei allen, die ihre Frage nicht beantwortet bekommen haben, weil es sind teilweise sehr konkrete Fragen. Eben, ich reise dorthin, ich reise dahin oder ist das ein Risikogebiet? Ja. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich denke, Sie haben generell schon gesagt, so schlimm wie es ist, den Urlaub zu stornieren, aber wenn man auf Nummer sicher gehen soll, oder? Ja. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man das eigene Immunsystem stärken kann? Einfach allgemeine Maßnahmen machen sicher Sinn, so wie man, dass man eine gesunde Lebensweise hat, viele Vitamine isst, so diese normalen Regeln sind sicher nicht schlecht, können aber eine Ansteckung natürlich nicht verhindern. Man kann aber hoffen, dass dann einfach die Widerstandskraft etwas stärker ist und dass man vielleicht einen milderen Verlauf hat. Aber leider kann man nicht wirklich ein Kochrezept geben, dass man sagt, wenn man das und das macht, dann ist man davor bewahrt. Eine Frage kam noch, ist die klassische Grippeimpfung, schützt die gegen Corona? Überhaupt nicht, nachdem das Ganze ein anderes ganz ein Virus anderer ist. Genau. Virus. Ja, es gibt viele, viele Mythen in dieser Hinsicht. Wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten, die Mythen aufzuklären. Ja. Abschließend vielleicht noch eine Frage, die Sie sicher uns, wo Sie uns ein bisschen einen Einblick noch geben könnten. Wie ist denn jetzt derzeit das Krisenmanagement in Salzburg organisiert? Mhm. Also was können wir hier, was tun die Behörden hier vor Ort? So vielleicht jetzt abschließend, um ein bisschen Sicherheit zu geben. Ja. Also wir sind von Anfang an in enger Abstimmung natürlich mit unserem Gesundheitsministerium. Die Länder untereinander sind im laufenden Kontakt. Wir sind von Seiten der Landessanitätsdirektion mit unseren Gesundheitsbehörden auf Bezirksverwaltungsebene natürlich ständig im Kontakt. Wie gesagt, es war wichtig, dass diese Erkrankung einfach ins Epidemiegesetz aufgenommen wird und unter die Meldepflicht fällt. Das Wichtigste ist einfach, wenn wirklich ein Verdacht oder Erkrankungsfall auftritt, dass die Behörden tätig werden, indem sie Kontaktpersonen erheben. Man weiß so ungefähr, welcher Zeitraum gefährlich ist, dass man wen anstecken könnte. Das heißt, die betreffende Person wird dann gefragt, mit wem sie Kontakt hatten. Man erhebt es dann. Diese Kontaktpersonen werden dann eingeteilt, ob sie ein hohes Risiko haben, sich angesteckt zu haben oder ein niedriges. Und je nachdem gibt es ganz klare Vorgehensweisen. Vielen Dank, Frau Dr. Juhas, fürs Kommen, bitte gern, fürs Beantworten der Fragen. Ihnen vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Fragen senden. Wenn Ihre Frage nicht beantwortet wurde, dann können Sie sich gerne weiter informieren und auch sonst. Die Salzburger Nachrichten werden natürlich weiterhin ausführlich über das Coronavirus informieren und berichten auf www.sn.at und täglich in der Zeitung. Vielen Dank fürs Zusehen.